Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, Leute, ihr seht schon, hier sieht ein bisschen was komisch aus. Wir machen heute mal eine kleine Special-Folge. Ihr seht, ich habe mir das Alter-Ihr-Outfit geholt, das wir nun tragen. Und die Farbgebung vom Spiel sieht ein bisschen anders aus, denn ich habe mal den Filter angestellt, dass das Spiel farblich ein bisschen, ja, wie Assassin's Creed 1 aussieht. Und ich dachte, mir passend dazu das Alter-Ihr-Outfit, und wir werden jetzt mal eine Folge lang in diesem Stil hier spielen. Und ja, ich finde die Idee mega nice. Was haltet ihr denn davon? Also, dass man hier, ja, einfach quasi wie in Assassin's Creed 1 rumlaufen kann von den Farben her. Mir fällt jetzt erst auf, eben wie, ja, kalt die Farben überhaupt in Assassin's Creed 1 damals waren. Finde ich eine mega coole Idee, dass sie das eingefügt haben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier hoch, denn da hinten sehe ich schon ein Artefakt von Darwish. Das werden wir uns direkt mal holen. So, Story machen wir, denke ich mal, in diesem Farbschema nicht weiter. Dafür wechsle ich dann wieder zurück. Aber wir haben ja noch so ein paar andere Sachen zu erledigen. Und ich dachte mir einfach, das ist doch vielleicht mal ganz nett, das zu zeigen. So. Darwish-Artefakt. Auch noch 8 Stück. Wir könnten zum Beispiel jetzt in der Folge mal das letzte Teil von den Isu da sammeln, diese Scheiben. Damit wir in die Kammer runter können. Und ja, Schwert und... Nee, das Schwert fehlt uns nur noch, ne? Genau, das Schwert holen können. Okay, das war nicht der Plan. Oh no. Nee, ich will hier weg. Ich weiß immer noch nicht so ganz, warum das beim Klettern manchmal so ein bisschen Frame-Einbrüche gibt. Ich habe nämlich eigentlich nichts in den Einstellungen verstellt. Wir müssen hier ganz dringend runter. Guck mal. Was eben festhalten wäre irgendwie eine Option. Meinst du nicht auch? So, wir müssen da vorne hin, da haben wir nämlich noch ein Türmchen für Adlerauge. Ich muss sagen, ich bin schon echt auf den nächsten Patch gespannt. Ich frage mich, ob wir den überhaupt miterleben werden. Oder ob wir das Spiel vorher durch haben. Weil das soll ja mit dem nächsten Patch kommen, dass man diesen... Oh, wie nennt man das denn? Ich habe da schon mal, glaube ich, drüber geredet. Diese chromatische... Irgendwas. Keine Ahnung. Die Leute, die wissen, wovon ich rede, wissen, was ich meine. Dass das Bild halt immer so ein bisschen verwaschen aussieht. Das wird damit ausgeschaltet, sodass alles ein klein bisschen schärfer ist. Das finde ich eigentlich ganz cool. So, und da sind wir auch schon oben. Das ging fix. Synchronisieren im Assassin's Creed 1 Stil. Sehr cool. Die, also Musik in dem Spiel finde ich wirklich atemberaubend. Also die haben die echt cool gewählt. So, und Tina. So, wo haben wir denn noch was? Wir nehmen einfach mal die ganzen Aussichtspunkte mit. Dann können wir beim nächsten Mal wieder schön durch die Gegend reisen. Und alles abschließen, was wir noch so zu tun haben. Viertel der Küchenkräfte. Okay. So, nee, da kommen wir nicht hoch. Da. So, mit welcher Begründung kann denn hier an diesen Gittern nicht hochklettern? Das verstehe ich nicht so ganz. Das wäre doch voll easy. So, ich müsste vielleicht auch A gedrückt halten.
Möglicherweise bin ich auf dem falschen Turm. Oh Mann. Oh, da unten ist noch einer. Schönen guten Tag. Gehört mir. Oh, da ist schon wieder so eine goldene Quest. Was war denn das nochmal? Das waren so... Das Gewicht, okay. Das war wie von mit diesem Neuling da, was wir hatten, ne? So eine Special Quest, so ein kleiner. Du bist nicht willkommen. Geh. Ein Kind. Schreit doch nicht so rum. Der Junge hat sich in eine schwierige Situation gebracht. Der Junge ist ein guter Kletterer. Ich springe, wenn du noch näher kommst. Hi. Das Ding ist, ich will das eigentlich jetzt gar nicht machen, weil ich gerade so specialmäßig hier unterwegs bin. Ich möchte das eigentlich ans Wasser machen. Na? Und geht das nicht? Jetzt sagen wir, lassen den Jungen und machen das beim nächsten Mal. Das möchte ich dann doch mit dem normalen Farbstil machen. So, können wir jetzt hier direkt runter? Ja. Man wird dich erwischen. Ach, sei doch ruhig. So. Wo müssen wir denn hin? Ich hatte ja gedacht, dass das letzte Teil irgendwo hier unten ist. Und ich würde sagen, wir platzieren uns einfach mal irgendwo. Da scheint ja irgendwas zu sein. Zack. Und dann düsen wir einfach mal dahin und gucken, ob wir das letzte Teil finden. Aber ich muss sagen, dieses Kalte von Assassin's Creed 1 ist schon... Oh, da habe ich also echt lieber die Farben, die normalen Farben von Mirage. Vielleicht wechsle ich auch in der Folge schon zurück. Wir müssen dann mal gucken. Langnahmte Waren. Du hast hier nichts zu suchen. Will hier auch eigentlich gar nicht hin, um ehrlich zu sein. Ich bin eigentlich nur auf der Durchreise. Bitte, danke. Tschüss. Lass Frieden in mein Herz. Muss hier nur durch. Und ja, auch ein bisschen... Was ist das Vieh so langsam? Okay, anscheinend ging es in der Stadt nicht. Mal gucken, was sie hier finden. Oh, selbst das Grün der Blätter ist nicht so schön. Ne? Ich gehe jetzt mal ein bisschen um. Können wir oben am Radar ja sehen, ob das irgendwo angezeigt wird. Bisher sehe ich hier nichts. Es ist noch relativ leer hier so. Nichts zu holen, nichts zu looten. Almenhain. Nichts Weltbewegendes hier. Verschaffen wir uns. Okay, machen wir mal so. Jetzt sehen wir irgendwas. Aber ich sehe nicht mehr irgendwie hier so ein Gold, genau, so ein goldenes. Ja! Ding sehe ich hier auch nicht. Guten Tag.
Durchreise. Aha! Da ist es doch! Diese Person sieht verdächtig aus. Ja. Das sehe ich mir mal an. Das hat nicht geklappt. Oh Gott, ich muss erstmal wieder üben. Ich hab echt lange jetzt nicht gespielt. Stank. Scherbe. Das war nicht schlecht. Wie vorhersehbar. Interessant. Du hast mich. Das ist beleidigend. Ich versuch's ja schon. Wieso kann ich nicht ausweichen? Ich sollte eine Verwendung für all diese Scherben finden. So. Du hast genügend rezeptive Scherben, um ein Ausrüstungsstück zu bekommen. Ja, nice. Oh, wir nehmen noch den hier auf jeden Fall mit, damit wir hier unten wieder ganz schnell hinkommen. Denn schon. Und dann stellen wir gleich den Modus wieder zurück, weil in die ISO-Kammer möchte ich gerne mit den normalen Farben. Das wird krasse Kamele da vorne. Sag die Dame. Hallo. Hallo. Friends. Wo geht's denn jetzt hoch? Reisende von nah und fern. Reisende von fern und nah. Ja. Reisende von nah und fern. Ich verstehe schon. Aber nee, danke. Mit dir. So, und hepp. Guten Tag. Hallo? Ist euer mal öde und fad? Ist das hier quasi? Ja, das nehmen wir auch noch mit. Hier ist nämlich noch irgendwas. Kann euch helfen. Mach doch mal, ja. Ihr findet ihn im Herzen des Basars, wo er eure Geschmackssinne verwöhnt. Der Kalif billigt diese Botschaft. Kann ich hier irgendwann kommen? Unter mir. Das ist schon wieder belastend. Mal gucken. Guten Tag. Ich möchte nur einmal Ihr Haus ausplündern. Können wir das hier oben sein? Oh, hier bringt jemand sich zu Tode gesoffen. Rätsel! Gucken wir doch mal ganz kurz. Da. Okay. Cthulhu oder was ist das hier? Also da werde ich ja gar nicht draus schlau. Ja, mit den Rätseln müssen wir nochmal gucken. So, wir sind wieder Basim. So. Und dann kann ich euch gleich mal zeigen, wo man das einstellt. Ihr geht einmal in die Optionen. Seid hier einmal Bildschirm und macht den typischen Farbfilter aus. Halt den klassischen Farbfilter von Assassin's Creed ein oder aus. Zack. Und schon haben wir wieder das schöne, normale Farbschema. Das sieht doch echt ein bisschen hübscher aus. Aber ja, ich wollte euch einfach mal das von Assassin's Creed 1 gezeigt haben. Okay, wir gehen dann mal hinauf zu der ISO-Kammer. Mal gucken, ob es das dann schon war mit Njals Quest. Ich bin ja immer noch sicher, dass sie entweder sterben wird oder irgendwie zum Orden überläuft oder so.
Knapp in uns. Immer noch gut, dass man sich nicht direkt in die Kammer porten kann. Das wäre doch ein bisschen einfacher. Oder ich habe einfach noch nicht gecheckt, wie es geht. Ja. Nee. So, dann machen wir mal das letzte Ding auf. Wir tun uns das Schwertchen. All geschlossen, der uralte Ort. Der uralte Ort. Plündern. Shamshiris Sumorod... Was? Sumorodniga. Okay. Was ist das jetzt mit... Ja, Shamshiris Sumorod... Okay. Whatever. Was macht das denn? Iso opferten viele, um ihre Feinde zu vernichten. Die maximale Gesundheit wird um 50% gesenkt, aber der Schaden... Okay. Weiß nicht, ob ich das tun möchte. Das klingt ein bisschen zu krass. Ja. Dann müsste das jetzt ja fertig sein. Können wir Nihal irgendwie davon berichten? Nö. Nö, wir haben einfach das von ihr jetzt gelöst. Aber wir haben es noch nicht abgeschlossen. Hm. Vielleicht geht das später noch weiter. Wir können mit Nihal jetzt nicht darüber reden. Na gut. Dann machen wir jetzt mal noch den Rest der Folge. Hier was mit den Aufträgen. Da kriegen wir eine Waffe. Da kriegen wir sowas. Hier mit eigentlich was Punkte gibt. Hier, genau. Eins von den beiden. Bedingung, niemanden töten und unentdeckt bleiben. Machen wir das da. Dann machen wir nächstes Mal wieder Story und machen nächstes Mal machen wir die Quest hier. Geschichte aus Bagdad. Okay, wir müssen dahin. Das heißt, wir gehen mal... den hier? Würde ich jetzt mal spontan sagen. Mein treues Kamel. Ich habe übrigens immer noch nicht meine Twitch-Drops, ne? Ich finde das echt krass, dass die Twitch-Drops verteilen und die einfach nicht... Ja, bei den... Also nicht ankommen. Also bei mir jedenfalls nicht. Hat einer von euch schon die Twitch-Drops bekommen? Das fände ich echt krass, wenn es irgendwie erst nach der Aktion verteilt wird und dann hat man das Spiel schon durch und das nützt einem überhaupt nichts mehr. Ich meine, ich will die nicht nutzen, aber... Mit? Hallo? Was... Hilf mir hier mal. Ja, wartet mal. Einen Moment. Ach so, das war eine Falle. Die wollten mich austricksen hier. Ja, sorry, ne? Mädels, die müssen wir leider auch töten. Zack. Und... Alter, what the fuck? Alter, Basim hat die einfach hingerichtet, ey. Okay. Basim ist schon... krasser Dude. Lass deinen Blick schweigen. Nee, wo ist jetzt unser Kamel? Komm mir da. Whatever. Was ist denn unsere Quest? Rette den Gelehrten. Siehst du ihn hier? Ja! Finden wir da noch was? Ich habe mein Ziel entdeckt.
Hier ist niemand. Was? Das war unnötiges Blutvergießen. Nein, ich hatte den Auftrag, niemanden zu töten für extra Belohnung. Ja gut, Sie sind Leute. Ahnungslos. Vermutlich könnte ich ohne Blutvergießen hineinschleichen. Ja, nee, sorry. Ich hab leider schon verkackt, dann kann ich jetzt auch ganz verkacken. Ich hab leider schon gefehlt. Ich bin hier, um dich zu retten. Gepriesen sei Allah. Es gibt nur ein kleines Problem. Ich habe Verletzungen erlitten und weiß nicht, ob ich laufen kann. Warum entführten dich die Banditen? Sie haben eine alte Legende über einen großen Schatz in der Region entdeckt. Und da ich ein angesehener Kenner der Geschichte bin, nahmen sie an, ich könnte ihnen bei der Suche nach jenem Schatz helfen. Noch so weird mit den Synchronstimmen. Wenn man die kennt. Ja, bist du jetzt gerettet? Plopp! Hä? Wo muss ich dich denn hintragen? Hey Junge. Mein Kamel? Nö. Ja gut, wir tragen ihn jetzt einfach in die Wüste. Und da setzen wir ihn aus. Musst unerkannt sein. Ja. Keine Ahnung, warum die mich so lange noch sehen. Was ist mit ihm? Ja. Ich kann ja nichts dafür, wenn die mich suchen. Hallo? Jetzt sei doch mal ruhig. Wie werde ich das denn jetzt los? Ja, wow. Wie werde ich die denn jetzt los? Das ist doch alles belastend. Nein, Hilfsmittel aufgebraucht. Was soll denn das? Nein. Ach, Mann. Das ist voll unnötig. Alter. Mehr. Niemand. So, bin ich jetzt unerkannt? Nein. So, jetzt bin ich doch unerkannt. Die haben mich schon wieder gesehen. Hier war doch. Da war nichts. Gut. Meine Güte. Also, das ist ein bisschen schwierig, finde ich, immer noch in dem Spiel mit dem, wann die einen sehen und wann nicht. Hallo? Hier bist du sicher. Was diesen Schatz angeht. Schatz? Es gibt keinen. Zumindest keinen der goldenen Art. Natürlich konnte ich das den Banditen nicht sagen. Sie hätten mich ermordet und wären weitergezogen. Wenn es kein Gold ist. Es ist das Wasser unter unseren Füßen. In einem kargen Land ist Wasser wertvoller als viele Hände voll Gold. Verstehe. Gepriesen sei Allah. Jo, mach's gut. Zwei Fertigkeitspunkte. Dafür haben wir nur zwei. Okay.
Das können wir ja alles gar nicht lernen. Was für Filme? Okay. Ja, oder? Das hier, glaube ich, sogar nützlicher. Da hinten hätten wir auch noch was gehabt. Okay. So. Okay. Dann würde ich sagen... Was haben wir denn hier noch so? Irgendwo noch was zum Holen? Wo wollen wir nächstes Mal hin? Hier wollen wir nächstes Mal hin. Wir könnten noch... Da ist noch was. Wir könnten noch das Rätsel holen gehen. Zum Abschluss. Dann können wir direkt beim nächsten Mal da hinten mit der Quest weitermachen. Ladebildschirm ist schon echt creepy mit diesen Gestalten. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt am Ende. So. Hinab. So, kann ich jetzt einmal meditieren? Ich mit mir okay, Katze. Geht auch klar. Ich wollte eigentlich hier meditieren. Finde ich immer noch mega cool. Okay, Nacht wollte ich nicht haben. Schon besser. Überhaupt hin? Okay, scheinbar schon. Hey, hallo! Genau, Mist. Ich brauche hier Hilfe! Weiter so. Schlag mit Bedacht. Verstanden? Was schießt du? Bist du dumm? Will er hin? Ist irgendwie lost. Hab dich. Du hast mich nicht. Da bist du ja. Zack und zack. Ist ja noch einer. Nee, komm, lass das mal sein. So, wo habe ich denn meinen... Da. Bin doch ausgewichen. Ich verstehe nicht, warum das manchmal nicht geht. LOL? Achso, LOL, hier stand irgendwas. Okay. Bin überhaupt nicht da. Nee, du hast mich nicht. Tschüss. Mir. Jetzt. Okay,
Okay, dann wollen wir beim nächsten Mal dahin. Wobei, wir können die Kiste noch einsammeln, ne? Hier ist so eine Kiste. Okay. Wo ist hier? Spawnt ihr neu oder so? Hör mal auf, wenn zu töten. Oh nee, nicht Schlüssel will ich jetzt gerade nicht. Nee, okay, dann düsen wir doch erstmal wieder weg und nehmen die Kiste mal anders mit. Nee. Nee, ich will keinen Fotomodus aktivieren. Ich will einfach nur weglaufen. Hallo? Wie viele Dudes sind denn hier? Flucht. Was ihm? Dann am Schreien sind. So. Wie seht ihr mich eigentlich schon wieder? So, wenn ich jetzt da vorne um die Ecke springe, dürften die mich ja eigentlich nicht mehr sehen. So, wieso sehen die mich jetzt noch hier? Also, die können mich überhaupt nicht mehr sehen. Hier darf ich auch nicht sein. Sehe ich anders. Da hinten ist der Junge. Der Junge hat sich in eine schwierige Situation gebracht. Ja, zu dem gehen wir. Zu dem gehen wir ja noch. So, Freunde. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Ich danke vielmals fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann sprechen wir mit dem Jungen da oben. Bis dahin und bye bye.